Inaros Prime ist der aktuellste Warframe im Spiel und deswegen würde ich jetzt eigentlich an der Stelle sagen, hey, schauen wir uns doch mal an, welche neuen Builds jetzt mit der Prime-Variante möglich sind. Aber mal ganz ehrlich, wir alle wissen, dass die Builds bei Inaros Prime 1:1 dieselben bleiben wie vorher. Aber ich bin natürlich der Nummer 1 Inaros-Verfechter, ich bin der deutsche Inaros-Main, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ihr wisst das und ihr mögt Inaros genauso sehr wie ich und deswegen habt ihr mir wirklich in letzter Zeit keine Ruhe gelassen und immer wieder nach dem Inaros Prime Guide gefragt. Deswegen, okay, here we go, Inaros Prime. In diesem Video schauen wir uns also an, was sind Inaros Skills, was sind Inaros Skill Augments, denn es gibt auch einige und eventuell ist da sogar ein sinnvolles dabei. Und danach schauen wir uns an, welche Builds und Spielweisen es für Inaros gibt. Die Auswahl ist da nicht besonders groß, aber ich habe vielleicht die ein oder andere kreative Alternative für euch rausgesucht. Seid also gespannt und wenn ihr der Meinung seid am Ende des Videos, dass ich einen guten Job gemacht habe und dass ihr mehr von mir nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo unter diesem Video da und klingelt auch mal ganz gehörig am Glöckchen, denn dann weiß YouTube, dass ihr Inaros genauso mögt wie ich. Aber jetzt genug der Eigenwerbung, legen wir los. Und als erstes besprechen wir natürlich Inaros passive Fähigkeit. Die klingt auf dem Papier ganz interessant, denn sie ist, dass ihr, wenn ihr sterbt, nicht wirklich tot umfallt, sondern euch in einen Sarkophag verwandelt, der dasteht und Gegnern in der Nähe langsam Leben abzieht. Wenn ihr auf diese Weise Gegnern genug Leben ausgesaugt habt, werdet ihr wiederbelebt und zwar ohne einen Revive verschwenden zu müssen. Wie gesagt, es klingt super, ist aber komplett nutzlos, weil dieser Sarkophag so gut wie keinen Schaden macht und das Gegnerlevel, wo ihr tatsächlich auf diese Weise euch noch wiederbeleben könnt, weil ihr genug Schaden macht, ist so gering, dass ihr auf dem Level als Inaros eh nicht sterben würdet. Und wenn das Gegnerlevel so hoch ist, dass ihr sterben könntet, macht ihr mit diesem Sarkophag keinen Schaden mehr und könnt euch deswegen eh nicht wiederbeleben. Vergesst diesen passiven Skill also. Weiter geht's mit Inaros erster aktiver Fähigkeit und meiner bescheidenen Meinung nach ist das auch schon der beste all seiner Skills. Und zwar könnt ihr wie ein unartiges Kindergartenkind euren Gegnern Sand ins Gesicht schmeißen. Dann sind die für ein paar Sekunden blind und während sie so blind dastehen, sind sie auch offen für Finisher. Das heißt, ihr könnt mit eurer Melee-Waffe hingehen und sie einfach finishen. Das heißt, ihr macht sehr, sehr viel Schaden auf einmal und das Beste ist, für jeden Finisher-Kill, den ihr mit Inaros macht, erhaltet ihr einen Teil eurer maximalen Leben zurück und auf diese Weise könnt ihr euch super heilen. Gibt auch noch ein Augment dazu, das macht, wenn ihr einen Gegner, der gesandet ist, finisht, dass ihr eine 75%ige Chance habt, einen Sandgeist zu spawnen, der eine kurze Zeit für euch kämpft. Ist ganz interessant, aber eigentlich eher so gimmicky und ein bisschen für ein bisschen sparsames Spiel, aber viel bringen tut dieser Skill tatsächlich nicht. Eine kleine Randbemerkung vielleicht nur, die Gegner müssen euch angucken, während ihr ihnen Sand ins Gesicht schmeißt, ansonsten werden sie nicht blind. Mit Inaros zweitem Skill, Devour, könnt ihr Gegner in einem Treibsand gefangen halten. Gegner im Treibsand können sich nicht bewegen und auch ansonsten nichts machen und ihr könnt sie aufessen, um euch zu heilen. Ihr habt richtig gehört, ihr könnt die Gegner aufessen. Aber nicht nur ihr alleine, auch euer gesamtes Squad kann Gegner, die im Treibsand sind, aufessen, um sich zu heilen. Damit wird Inaros tatsächlich zu so einer Art Medic. Während ihr am Essen seid und euch heilt, seid ihr absolut unverwundbar gegen alles. Und ja, das meine ich so. Ich habe das sogar mal mit einer Profitaker-Explosion ausprobiert und selbst die habe ich auf diese Weise überlebt. Macht euch also während des Essens keine Sorgen um Gegner, die um euch herumstehen. Wenn ihr den Gegner komplett aufgegessen habt, spawnt ihr einen Sandgeist, der eine Zeit lang für euch kämpft, aber tatsächlich nicht so viel Schaden macht und auch nicht sehr relevant ist. Augment gibt's für den Skill keins und ich finde ihn an sich ganz nett für Leute, die jetzt gerade eventuell keine andere Möglichkeit haben, um sich zu heilen und dann darauf zurückgreifen müssten, aber insgesamt eher unnötig. Skill Nummer 3 heißt The Root Sandstorm und ist absolut unnötig, okay? Absolut unnötig. Inaros macht sich selbst zu einem Sandsturm und wirbelt alle Gegner in der Nähe wild umher und sie ragdollen durch die Gegend und es sieht mega lustig aus, aber es bringt wirklich überhaupt nichts. Ihr macht ein bisschen Schaden an den Gegnern, das ist klar, aber alles in allem ist der einzige Zweck dieses Skills meiner Meinung nach, wenn ihr zum Beispiel in einer Defense-Mission seid und plötzlich ganz viele Gegner kommen und ihr seht, oh shit, das Target hat gerade viel Damage genommen, dass ihr schnell auf den Knopf drückt und damit erstmal die Gegner handlungsunfähig macht. Nichts anderes könnt ihr damit erreichen. Es gibt auch ein Augment, das dem Sturm die Fähigkeit gibt, abhängig davon, welches Element ihr auf eurer Nahkampfwaffe drauf habt, den Gegnern andere Statuseffekte außer Slash zu geben.
Aber alles in allem, es gibt so viele Möglichkeiten, Gegnern Statuseffekte zu geben. Da braucht man tatsächlich nicht einen Inaros, der das mit dem Sandsturm macht. Vor allen Dingen, weil ihr selbst, während ihr der Sturm seid, nicht mit der Waffe schießen könnt und eure Teammates sich auch herzlich bei euch bedanken werden, wenn ihr sie dazu zwingt, Gegner abzuschießen, die irgendwie wild durch die Luft wirbeln. Die werden sich, wie gesagt, bedanken. Also benutzt ihn nicht. Okay, nächster. Und damit sind wir auch schon beim letzten Skill angelangt und der hört auf den Namen Scarabeus-Schwarm. Ich hab's nicht nachgeguckt, aber der englische Titel ist Scarab Swarm und ich denke mal, dass Scarabeus-Schwarm der deutsche sein wird. Falls nicht, schreibt's mir gerne in die Kommentare und sagt mir, wie er richtig heißt. Scarab Swarm gibt euch die Möglichkeit, Gesundheit zu opfern, um euch mit einem Schwarm an Scarabeus-Käfern zu umgeben. Wenn ihr die 4 gedrückt haltet, verliert ihr nach und nach ein bisschen Leben, bis dieser Schwarm bei 100% Stärke angekommen ist. Die Stärke seht ihr oben neben der Lebensanzeige. Wenn der Schwarm bei 100% ist, habt ihr 200 zusätzliche Rüstung. Das ist eine verdammt nice Sache und eigentlich könnt ihr auch noch hingehen und den Schwarm auf Gegner casten, sodass er ein bisschen Schaden macht, aber auch hier ist der Schaden wieder so gering, dass es absolut unnötig wäre, das zu tun. Deswegen meiner persönlichen Meinung nach Scarab Swarm einfach nur 200 gratis Rüstung und fertig. Es gibt hier allerdings ein sehr interessantes Augment und das benutzen tatsächlich sehr viele Inaros-Spieler und es hat durchaus seine Berechtigung. Dieses Augment heißt Negation Swarm oder negierender Schwarm? Fragezeichen. Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Blackie's Translation am Start, ja. Negation Swarm macht folgendes. Wenn ihr euren Scarab Swarm anhabt, ganz egal bei wie viel Prozent, jedes Mal, wenn ihr einen Statuseffekt bekommt, werden 5% eures Scarab Swarms abgezogen, dafür bekommt ihr den Statuseffekt nicht. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihr keinerlei Giftwolken mehr ertragen müsst oder dass ihr nicht mehr umgehauen werden könntet, was persönlich eine meiner größten Abfuck-Situationen im ganzen Spiel ist, diese dämlichen Knockdowns. Und generell alle anderen Effekte werden auch negiert. Wie gesagt, jedes Mal kostet euch das dann 5%, das heißt, ihr müsst regelmäßig nachcasten, um wieder auf 100% hochzukommen. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Kann man benutzen, wenn man zum Beispiel Prime Sure-Footed nicht hat und sich trotzdem vor den nervigen Knockdowns schützen möchte. So viel zu Inaros Skills. An der Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, dass ich die ein oder andere Synergie, die es zwischen den Skills noch gibt, absichtlich nicht erwähnt habe, weil ich persönlich sie nicht für erwähnenswert halte. Falls aber ihr so gut sein möchtet und eventuell das, was ich es nicht gesagt habe, noch in den Kommentaren ergänzen wollt, dann könnt ihr das gerne tun und all die Leute, die es vielleicht nochmal nachlesen möchten, wissen jetzt, wo sie eventuell das ein oder andere dazu finden. Aber wie gesagt, meiner persönlichen Meinung nach nicht unbedingt relevant. Machen wir an der Stelle also weiter mit dem, weswegen ihr wahrscheinlich hier seid, und zwar den Builds. Anders als bei meinem Rhino Guide habe ich das hier mit den Builds mal ein bisschen anders aufgezogen. Und zwar ist Inaros sehr ähnlich, was die Builds angeht. Es gibt sozusagen eine Grundstruktur, auf die jeder Build aufbaut und dann kann man noch 1, 2, 3 verschiedene Mods austauschen, je nach eigenen Präferenzen. Deswegen seht ihr hier an der Stelle die Grundstruktur, die meiner persönlichen Ansicht nach auf jedem Inaros Pflicht ist. Interessant dabei zu erwähnen ist, dass Inaros einer der wenigen Frames ist, bei dem sich ein Aura-Format tatsächlich lohnt. Darauf werden wir aber gleich auch nochmal eingehen. Schauen wir uns aber als allererstes einmal kurz die Mods an. Wir alle wissen, Inaros ist ein Tank. Sein größter Skill ist, dass er nicht stirbt und sich verdammt nochmal sehr gut selbst heilen kann. Das ist auch so ziemlich das Einzige, wozu er gut ist und deswegen bauen wir natürlich darauf, dass er sehr viel Gesundheit hat, möglichst viel Rüstung hat und natürlich, dass er seine Selbstheilung konstant am Laufen halten kann. Daher haben wir als allererstes jede Menge Lebensmods reingetan. Wir haben Umbral Vitality, an der Stelle, falls ihr Umbral Vitality nicht habt, benutzt Normal Vitality, für mehr Gesundheit. Wir haben Gladiator Resolve, für noch mehr Gesundheit. Wir haben Primed Vigor, der Schildpart vom Vigor fällt dabei weg, weil wir ja kein Schild haben, aber der Gesundheitspart bringt uns noch mehr Gesundheit. Falls ihr Primed Vigor nicht habt, benutzt einfach Normal Vigor. Zusätzlich erhöhen wir noch die Rüstung mit Umbral Fiber, auch hier benutzt Steel Fiber, falls ihr die Umbral-Version nicht habt, und Gladiator Aegis, was uns auch nochmal ein bisschen mehr Rüstung oben drauf gibt. Und damit wir auch noch mehr Resistenzen aufbauen über die Rüstung und die HP hinaus, haben wir Adaptation drin. Adaptation ist eine Mod, die bekommt ihr aus den Arbitrations und sie ist daher ein bisschen eher Late-Game-Stuff, aber auf Inaros absolut zu empfehlen. Ich kann mir keinen Frame vorstellen, bei dem es so sinnvoll ist, Adaptation zu benutzen wie Inaros. Und zu guter Letzt haben wir noch standardmäßig eine V-Polarität mit auf dem Inaros drauf und die benutze ich persönlich für Rage.
Rage bringt euch genauso wie Hunter Adrenaline Energie zurück, wenn ihr Schaden auf eure Gesundheit nehmt. Der Grund, warum ich hier Rage nehme und weswegen ich persönlich auch der Meinung bin, dass Rage ein bisschen besser als Hunter Adrenaline ist, ist, dass Rage zwar 5% weniger Effizienz bringt, allerdings weniger Mod-Kapazität verbraucht und je nachdem, welchen Bild ihr spielt, könnt ihr euch damit sogar ein Former sparen, weil diese eine Mod-Kapazität tatsächlich den Unterschied macht. Wenn ihr also Rage habt, würde ich empfehlen, mit Rage zu gehen, ansonsten Hunter Adrenaline ist hier auch absolut willkommen auf dem Slot. Eine Möglichkeit, diesen Bild abzuwandeln, wäre zum Beispiel Inaros auf Nahkampf zu spielen. Inaros ist nämlich tatsächlich ein sehr, sehr fähiger Nahkämpfer und das liegt vor allen Dingen an den Gladiator-Mods. Lasst mich das mal ein bisschen erklären. Als erstes, wenn ihr auf einen Nahkampf Inaros gehen wollt, wollt ihr natürlich Steel Charge in die Aura reintun, um mehr Nahkampfschaden zu machen. Da ihr aber auch Gladiator Resolve und schon Gladiator Aegis auf eurem Inaros drauf habt für die Rüstung und die Gesundheit, habt ihr den Set-Bonus, dass ihr mehr Crit-Chance pro Combo-Multiplier bekommt. Gehen wir zusätzlich davon aus, dass ihr wie bei jedem normalen Nahkampfbild eigentlich einen Helios mit dabei habt, der auf seinem Deconstructor 3 weitere Gladiator-Mods drauf hat, dann habt ihr damit schon 50% mehr Crit-Chance pro Combo-Multiplier, weil ihr dann schon 5 Gladiator-Mods am Start habt. Ihr könntet jetzt sogar noch hingehen und auf den letzten Modslot unten noch Gladiator Finesse reintun. Dann hättet ihr den vollen Gladiator Set Bonus von 60% Crit Chance pro Combo Multiplier und Inaros ist so ziemlich der einzige Frame, wo man Gladiator Finesse drauf benutzen kann, ohne dass es weh tut, weil hier braucht ihr den letzten Modslot eigentlich nicht, damit der Frame funktioniert, deswegen könnt ihr ihn für diesen doch recht sinnlosen Mod opfern, nur um den Set Bonus zu vervollständigen. Außerdem gibt's wenige Frames, die Gladiator Resolve oder Gladiator Aegis benutzen würden. Deswegen auch hier haben wir standardmäßig einen Frame, wo man sehr viele Gladiator Mods drauf tut, ohne dass es wie gesagt wehtut in der Brieftasche, sage ich mal. Das macht Inaros für mich zu einem sehr, sehr fähigen Nahkämpfer. Und die Tatsache, dass er halt extrem viel aushält, ist nochmal positiv obendrauf, versteht sich. Ich persönlich habe standardmäßig eine Depolarität in meinen Exilus-Slot reingetan. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich persönlich wärmstens empfehle, Primed Sure Footed zu benutzen in diesem Modslot. Grund dafür ist, dass ihr als Inaros sowieso so viel aushaltet, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst zu sterben, aber besonders dann nervt es unfassbar, wenn man andauernd umgehauen wird von irgendwelchen Schildgrenier oder Scorpions oder irgendwelchen Leuten, die auf den Boden hauen oder spielt einfach mal den Prophet Taker Kampf, dann wisst ihr, wovon ich rede, ja? Mit Primed Surefooted gehören diese Situationen der Vergangenheit an, weil diese Mod macht es unmöglich, genockdowned zu werden. Ihr könnt nicht mehr genockdowned werden. Deswegen ist Primed Surefooted eine der besten Mods, die man für den Login bekommen kann und ich werde sie mir sehr bald, wenn ich meinen 400. Login habe, auch holen. Normal Surefooted würde ich euch nicht empfehlen, weil da habt ihr nur eine 60%ige Chance, nicht genockdowned zu werden. An der Stelle würde ich dann eher was anderes im Exilus-Slot benutzen. Falls wir jetzt aber nicht auf Nahkampf gehen wollen, könnten wir natürlich auch hingehen, wenn wir mit unseren Fernkampfwaffen eher spielen wollen und in den Aura-Slot einfach Rifle Amp zum Beispiel reintun oder Dead Eye für Sniper, falls man warum auch immer mit Inaros einen Sniper spielen sollte. Einfach um da ein bisschen mehr Damage raushauen zu können, ist auch eine ganz nice Sache. Lässt sich übrigens auch mit Arcanas kombinieren, wie zum Beispiel Arcane Rage, was euren Schaden für Fernkampfwaffen erhöht. Oder halt, wenn ihr Nahkampf spielt, auch gerne Arcane Fury, was dafür sorgt, dass ihr, mehr Nahkampfschaden macht. Die Arcanes werden sozusagen auch benutzt, um einfach, wenn ihr euren Inaros in eine Richtung ausrichtet, so ein bisschen noch Unterstützung zu leisten, sind aber natürlich, wie gesagt, nicht Pflicht. Arcanes könnt ihr benutzen, wenn ihr sie habt. Wenn ihr sie nicht habt, lasst sie einfach links liegen. Was man auf dem unteren Modslot, der dann noch frei ist, übrigens auch benutzen könnte, wäre, wie ich eben erwähnt habe, Negation Swarm. Falls ihr Primed Surefooted zum Beispiel noch nicht habt, könnt ihr Negation Swarm benutzen, um auch eben die Knockdown-Resistenz zu bekommen. Das wäre an der Stelle auch noch ein sinnvoller 8er Mod. Oder falls ihr Primed Surefooted habt und einfach, sag ich mal, ein bisschen mehr Crowd Control haben wollt oder einfach mehr Gegner gleichzeitig stilllegen wollt, könnt ihr gerne Overextended noch auf den 8. Slot drauf tun. Einfach weil es die Reichweite von eurem Sandwurf erhöht, ihr könnt damit mehr Gegner dann stunnen, ihr könnt mehr Gegner blinden und falls ihr sogar mal den 3. Skill benutzen sollt, den Sandsturm, dann macht ihr damit auch mehr Gegner platt, weil der Sandsturm größer ist und mehr Gegner einsaugt und damit noch mehr CC hat, als er das ohnehin schon tut. Deswegen Overextended ist auch immer eine Überlegung wert. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Bild, auf den ihr alle gewartet habt. Wir sind Warframe-Spieler und deswegen weiß ich, dass ihr absolut auf die großen Zahlen steht. Die richtig großen Zahlen.
erlaubt mir euch, die richtig großen Zahlen zu präsentieren. Das hier, meine lieben Top-Pflanzenfreunde, ist der optimierteste Over-Tank-Build. Kein Inaros wird mehr aushalten als der Inaros mit diesem Bild, meine lieben Top-Pflanzenfreunde. In die Aura haben wir Physik reingetan, einfach um noch mehr Gesundheit zu haben. Das Exilus-Forma ist ausgetauscht, hier habe ich jetzt keine Depolarität drin, weil ihr, wie gesagt, für den Tank-Build Correction Drift braucht und da habt ihr dann eine Minuspolarität drin. Das heißt, wenn ihr Inaros auf absolut Tank spielen wollt, dann macht das so, tut hier in den Exilus-Slot eine Minuspolarität rein und dann Co-Action Drift. Und unten der letzte Slot, der wird mit Umbral Intensify gefüllt, damit ihr alle drei Umbral-Mods habt, obwohl ihr mit Intensify natürlich nichts anfangen könnt an sich Fähigkeitsstärke, boostet dieser dritte Umbral-Mod nochmal die ersten beiden Umbral-Mods, was dazu führt, dass ihr noch mehr Gesundheit und noch mehr Rüstung habt. Hier müsst ihr allerdings beachten, dass ihr einen Umbra-Former verbauen müsst, weil das ansonsten mit der Kapazität nicht hinhauen wird. Und was die Arcanas angeht, da haben wir natürlich Arcane Grace drin, was uns, naja, heilt, wenn wir Schaden nehmen. Das ist sehr praktisch. Und Arcane Guardian, was uns nochmal zusätzlich 900 Rüstung gibt, wenn wir getroffen werden. Das heißt, wir haben noch mehr Rüstung und wir heilen uns selbst. Alles in allem endet dieser Build hier bei 9711 HP und 759 Rüstung. Wenn wir jetzt Arcane Guardian mit oben drauf rechnen, 1659 Rüstung. 10.000 HP ist deswegen leider nicht möglich und das finde ich sehr schade. Ich hätte sehr gefeiert, wenn wir mit Inaros Prime alleine ohne weitere Buffs auf 10.000 HP hätten kommen können. Macht spielerisch keinen Unterschied, wäre aber schön anzusehen gewesen. Falls ihr ganz abenteuerlich seid, könnt ihr ja zum Beispiel noch hingehen und Arcane Guardian gegen Arcane Ultimatum austauschen. Arcane Ultimatum gibt euch nicht 900 Rüstung, sondern 1200 Rüstung, aber ihr müsst dafür aktiv immer wieder Gegner finishen. Das sollte mit Inaros aber kein Problem sein, weil ihr ja den Sandwurf habt und dadurch immer wieder finishen könnt, aber ihr müsst halt dran denken, dass ihr irgendwie alle 40 Sekunden oder so mal einen Gegner finisht, um dieses Arcane auf dem Laufenden zu halten. Damit könntet ihr dann eure Rüstung nochmal um plus 300 boosten im Vergleich zu Arcane Guardian, aber das sind halt wirklich nur die kleinen Details und machen nicht sehr viel Unterschied. Dieser Inaros, so wie er hier ist, ist wie gesagt der absolute Mörder-Tank. Ich persönlich würde aber empfehlen, ihn nicht so zu spielen, weil er mir als Nahkämpfer besser gefällt oder ich persönlich es auch einfach besser finde, wenn man nochmal Overextended reinhaut, um ein bisschen mehr Crowd-Control zu haben. Denn sind wir mal ehrlich, ob wir jetzt 7000 HP haben oder 9000, macht doch gar keinen Unterschied. Man stirbt halt so oder so nicht. Ja, ob ihr jetzt 9000 habt oder 7000, ihr sterbt nicht. Das ist das, worauf es ankommt. Und deswegen finde ich den reinen Tank-Build ein bisschen langweilig. Aber ja, es ist natürlich eure Entscheidung. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euren Inaros spielt und ob ihr mehr so der Tank-Spieler seid oder ob ihr auch eher sagt, ah, ich gehe lieber ein bisschen auf Nahkampf mit ein paar Gladiator-Mods und Steel-Charge oder eventuell spielt ihr auch Inaros gerne mit der Sniper. Lasst es mir wie gesagt gerne in den Kommentaren da und erzählt mir, wie ihr euren Inaros spielt oder ob ihr vielleicht noch irgendeine ganz andere Idee habt. Was können wir also abschließend zu Inaros Prime sagen? Inaros ist ja so oder so einer der krassesten Tanks im ganzen Spiel und hat mit den Gladiator-Mods auch ein bisschen Nahkampf-Capability. Ich würde allerdings nicht unbedingt so weit gehen und ihn als expliziten Nahkampf-Frame betiteln. Im Unterschied zum normalen Inaros hat der Inaros Prime... er sieht besser aus, okay? Punkt aus Ende. Das, sind wir mal ehrlich, ist auch die einzige wirklich große und relevante Änderung. Der normale Inaros ist hässlich, Inaros Prime ist schön. Die paar mehr HP, die ihr habt und das bisschen Energie, was ihr mehr habt und die 5% mehr Sprintgeschwindigkeit, die machen den Bock nicht fett und es interessiert auch mal ganz ehrlich eigentlich niemanden. Wer Inaros Prime will, der will ihn, weil er geil aussieht. Deswegen meiner persönlichen Meinung nach, wenn ihr Inaros gerne mögt, aber es euch in den Augen schmerzt, diesen hässlichen normalen Inaros-Skin zu spielen, ist Inaros Prime durchaus eure Zeit wert. An dieser Stelle sollte ich vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, Inaros Prime wird aus Void-Relikten gefarmt und ist aktuell im Spiel verfügbar. Und falls ihr den normalen Inaros haben möchtet, dann könnt ihr euch für 100 Dukaten beim Void-Händler Baru Keter, der jedes zweite Wochenende von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr in einem beliebigen Relay spawnt, die Quest Sands of Inaros kaufen. Am Ende dieser Quest werdet ihr den normalen Inaros Warframe bekommen.
Und das war's auch schon mit unserem Inaros Prime Guide. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo dalasst. Denn jede Interaktion mit dem Video, ich weiß, ich erzähle es immer wieder, aber es ist so, hilft dem Kanal weiter, weil die Videos dadurch in der Suche weiter höher gerankt werden, weil der Algorithmus sich denkt, mein Gott, da geht hier ordentlich was ab unter den Videos von Blacky, die könnten interessant sein. Wenn ihr mich also unterstützen möchtet, dann könnt ihr es am besten tun, indem ihr kommentiert und fleißig bewertet. Vielen Dank von meiner Seite aus schon mal dafür und auch vielen Dank fürs Einschalten. Ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Blacky, over and out.